Dass Rostock eine Hafenstadt ist mit langer Seefahrertradition, das merkt man ihr heute leider kaum noch an. Der Stadthafen hat wenig echtes Hafenflair. Es wurde schon oft darüber nachgedacht, dort etwas umzubauen. Nun gibt es tatsächlich erste konkrete Pläne. Der Rostocker Stadthafen. So unansehnlich, wie er heute da liegt, so attraktiv soll er einmal werden. Seit 3 Jahren berät nun ein maritimer Rat und das Konzept scheint fertig, im Prinzip. Die Ideen, die der maritime Rat mit großem Engagement entwickelt hat, sind natürlich grundsätzliche Erwägungen für die Entwicklung des Stadthafens. Und eine ganz wesentliche Frage ist dabei das sogenannte maritim-touristische Zentrum. Letztlich das neue Zuhause für das Traditionsschiff und ein ist ergänzendes, komplett neues, modernes Museum mit einer nicht kleinen Investitionssumme, die dafür nötig ist. Und so könnte es einmal aussehen. 50 Millionen Euro sind eingeplant für ein sogenanntes maritimes Erlebniszentrum. Der Oberbürgermeister will auch das Traditionsschiff am Stadthafen sehen. Hier würde es viel mehr Besucher anlocken. Das wäre wirtschaftlicher. Schließlich kostet das 2 Millionen Euro im Jahr. Allerdings verlässt das Traditionsschiff seinen jetzigen Liegeplatz in Schmal am ehemaligen IGA-Gelände, verliert die Gegend im Rostocker Nordwesten eine Menge Attraktivität und es gibt auch Sachargumente. Wir sind hier am Wasser, an der Warnow, gegenüber der Seehafen, der Fährverkehr. Insofern ist man mitten im Thema. Das ist toll. Wir haben hier unheimlich viel Platz. Nicht nur für das Traditionsschiff, sondern für den Langen Heinrich, also für viel schwimmende maritime Kultur. Da ist auch Wachstum möglich. Die erfahrene Museumsmacherin sieht aber auch genau die Probleme dieses Standorts. Der öffentliche Nahverkehr ist schwierig, was die Anbindung betrifft. Die Entfernung bis zur S-Bahn ist zu weit für fußläufige Begehung des IGA-Parks. Da muss einfach wirklich noch mal ordentlich was passieren, dass hier ein idealer Standort entsteht. Die Museumsfrau ist sicher, das Traditionsschiff, Schwimmkran und Betonschiff das Zeug zum Besuchermagneten haben, egal wo. Aber an diesem Ensemble liegt es, dass die Rostocker Stadtpolitik derzeit nicht weiterkommt. Das ist einer der Hauptkonfliktpunkte, nämlich wenn man das Schiff verlegt, dann müssten in unseren Augen auch, ich sag mal, weitere Ausrüstungsgegenstände, also ich sag mal schwimmende Denkmäler, Denkmäler, die an Land sind, mit verlegt werden. Und das steht in unseren Augen der Entwicklung am Stadthafen im Wege, weil sozusagen damit dann eigentlich alles zugestellt wäre. Klare Mehrheiten gibt es in der Bürgerschaft dazu nicht, aber die Vorlieben sind schon zu erkennen. Ich persönlich bin ganz klar für den Stadthafen, weil der Stadthafen ist der Ort, an dem, das ist der Kristallisationspunkt unserer Stadt oder sollte es auch wieder werden. Und da eine Entwicklung hinzubekommen, was liegt näher als dem Stadthafen auch eine maritime Erlebbarkeit hinzubekommen. Also für mich liegt das klar auf der Hand. Nichtsdestotrotz muss der IGA-Park auch weiterentwickelt werden, vorrangig aber als Park. Das ist zumindest meine persönliche Ansicht, aber auch in der CDU gibt es da unterschiedliche Meinungen. Um es nicht selbst entscheiden zu müssen, möchte die Bürgerschaft nun einen Bürgerentscheid ansetzen, im nächsten Herbst zusammen mit der Bundestagswahl. Dass sie zum neuen Gesicht des Rostocker Stadthafens möglicherweise das letzte Wort bekommen, dürfte die meisten Rostocker freuen.